Ja, guten Morgen. Fangen wir mal langsam an. Ich habe jetzt selber herausgefunden, durch Beobachtung beim letzten Mal, wie man diese Maschine zurücksetzt. Funktionieren tut sie immer noch nicht, aber ja, dann geht das jetzt. Wir hatten uns die letzten beiden Vorlesungen mit einem Thema beschäftigt, wo ich vielleicht nochmal erklären muss, was hier passiert, weil wir hier sozusagen zwei Storys parallel erzählen. Also die Überschrift sagt hier kürzeste Wege, aber das ist eigentlich nur eine Entschuldigung, um zwei andere Dinge uns anzuschauen, oder war das zumindest in der letzten Woche, nämlich einerseits, wie man Prioritätslistendatenstrukturen bauen kann, die speziell auf kürzeste Wege zugeschnitten sind, aber dann durchaus auch in anderen Anwendungen verwendbar sind. Also wir hatten da insbesondere Bucket Priority Queues uns angeschaut und angefangen, Radix Heaps anzuschauen. Und die andere Geschichte ist, wie man durch Average Case Analyse zeigen kann, dass Dijkstras Algorithmus vielleicht noch schneller ist, als man denkt. Und dann ist da eine Interaktion, dass nämlich diese Average Case Analyse, die wir gesehen hatten, hatte zum Beispiel was damit zu tun, dass man damit erklären kann, warum die simplen Binary Heaps eigentlich dann doch wieder besser sind in der Praxis als die fortgeschrittenen Fibonacci Heaps, obwohl die asymptotische Analyse das Gegenteil sagt. Ja? Weil nämlich die Dikriski-Operationen, die Fibonacci schneller macht, sind zumindest im Average Case so selten, dass das kaum ins Gewicht fällt. Ja? Und wir werden jetzt am Ende der heutigen Vorlesung dann sehen, dass das noch weitergeht. Wir werden erstmal Radix-Heaps uns nochmal fertig ansehen und dann als fortgeschrittenen Teil so eine Art Average-Case-Analyse von Radix-Heaps, und dann müssen wir da noch einen kleinen Twist dran bauen, also sozusagen diese Radix-Heap-Datenstruktur nochmal ein bisschen aufbohren, und zusammen mit einer Average-Case-Analyse kommen wir dann auf einen Linearzeitalgorithmus. Ja, also deshalb ein bisschen Vorsicht. Wir haben hier einerseits Average Case Analyse, einerseits kürzeste Wege und dann Datenstrukturen. Und das Ganze zusammen gibt uns ein schönes Beispiel für fortgeschrittene Algorithmik. Okay. Genau, kürzeste Wegeproblem haben wir uns angeschaut. Das haben wir alles gemacht, Analyse im Durchschnitt. Und dann gesehen, aha, eine wichtige Eigenschaft sind diese monotonen Prioritätslisten. Und mit Bucket Queues war es dann möglich, die Laufzeit auf, das ist falsch, O von, naja, n plus maximale Pfadlänge oder sowas. Da muss ein M stehen, glaube ich, ne? Ja, genau. Also mit diesen Bucket Queues haben wir die Laufzeit auf M plus maximale Pfadlänge oder M plus N mal C, da muss ein M stehen, ja, reduziert. Das ist irgendwie eine gute Nachricht, wenn C sehr klein ist oder vielleicht die maximale Pfadlänge sehr klein. Aber auf den ersten Blick denkt man, wenn man jetzt zum Beispiel das klassische kürzeste Wegeproblem auf Straßennetzwerken hat, Fahrzeiten in Sekunden auf jeder Kante hat oder sowas, oder zum Teil will man sogar Zehntelsekunden zumindest für die Berechnung verwenden, klingt das jetzt nicht nach dem großen Vorteil, weil man doch sehr viele von diesen Buckets in der Bucket Priority Queue hat. Deshalb haben wir dann uns angeschaut, wie man aus diesem C einen Log C machen kann, mit Hilfe von Radix Heaps. Was ist da das beste Bild dazu? Am besten diese hier, ne? Also vorher hatten wir dieses zyklische Array mit C-Einträgen, durch das man aber ganz oft durchläuft dann in so einem Algorithmus. Jetzt haben wir nur noch Log C viele Buckets, weil wir immer sagen,
welches Bucket man nimmt, das berechnet sich daraus, wo der erste Unterschied ist in der Binärrepräsentation der Schlüssel. Wollten wir die Definition dafür? Ja, genau, das war hier. Also wir haben Bucket minus 1 heißt überhaupt keine Unterschiede, Bucket 0 heißt ein Unterschied nur im Least Significant Digit. Und dann braucht man, wenn man das richtig definiert, nur 1 plus log c abgerundet viele Buckets. Ja. Genau. Hier steht dann nochmal die genaue Definition. Speichere einen Knoten v im Bucket b von i, falls d von v und das aktuelle Minimum der Priority Queue sich zuerst an der i-ten Stelle unterscheiden. Also zuerst heißt das höchstwertige Bit des Unterschiedes. Ne? Das ist auch intuitiv. Wenn es wenige Unterschiede gibt, dann ist es sozusagen in der Nähe des Minimums. Wenn es hochsignifikante Unterschiede gibt, also große Ziffern, dann sind sie offenbar weit auseinander. Ja? Und ein Grund, warum wir das so definiert haben und nicht irgendwie über Logarithmus der Differenz, das könnte man auch machen, ist, weil wir dann mit Bitarithmetik arbeiten können und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir durch diese in gewisser Weise Low-Level-Tunic-Geschichte und nicht irgendwas kaputt machen. Deshalb sind hier ein paar etwas hässlichere Beweise drin, wo man also so diese Bit-Fiddelei nochmal genauer angucken muss, ob man das auch alles richtig macht. Also wir hatten hier diese Most Significant Difference uns dann angeschaut. Das war hier die Position 3, 1, kein Unterschied ist minus 1. So. Ja, ich hatte dann diverse Beispiele vorgestellt, wo dann im Prinzip jeder Eintrag dieser Bucket Queue, also jeder Bucket dieser Bucket Queue für einen bestimmten Intervall von Möglichkeiten spricht. Das ist jetzt nicht so spannend. Das war nochmal der Vergleich. Jetzt gucken wir uns vielleicht nochmal die Delete-Min-Operation selber an, weil wir die jetzt analysieren wollen. Ja? Beim Delete-Min ist es so, Bucket minus 1 sind ja sozusagen die Elemente drin, die identisch sind zum aktuellen Minimum. Es könnte ja sein, dass es mehrere mit dem gleichen Schlüssel gibt. Wenn das der Fall ist, wenn das nicht leer ist, dann kann ich hier sofort 1 rausnehmen aus Bucket minus 1 und zurückgeben. Sonst muss ich sozusagen erstmal ein nicht leeres Bucket suchen. Also das ist das kleinste nicht leere Bucket. Da stehen jetzt dann Elemente drin, möglicherweise mit unterschiedlichen Schlüsseln. Und ich brauche natürlich das kleinste, deshalb durchsuche ich dieses Bucket. Also das Minimum aus b von i wird jetzt nach b von minus 1 geschoben. Genauer gesagt, wenn es da mehrere mit dem gleichen Schlüssel gibt, kommen die alle nach b minus 1 und ich speichere auch den neuen Minimumwert in meiner Priority Queue. So, und jetzt muss ich aufräumen. Und das Schöne ist, ich muss eigentlich nur bi aufräumen, weil b0 bis e minus 1 sind ja leer, da habe ich ja gerade nach gesucht, nichts gefunden. Während die Buckets i plus 1 bis k bleiben erhalten, weil das alte und das neue Minimum für diese höherwertigen Bits ja identische Werte haben. Das ist ja gerade die Definition von bi gewesen. Ja? Das heißt, ich muss nur bi aufräumen. Ich nehme also jedes Element aus bi und schiebe es nach, das ist die Definition, wo so ein Element hingehört. Das ist im Wesentlichen das MSD, der Most Significant Difference zwischen dem neuen Minimum und dieser Distanz. Und da das wegen der Bit-Fummelei auch mal ein großer Wert sein kann, wenn das ein großer Wert ist, ist es einfach k. Ja? Fragen dazu? Das ist jetzt wieder ein Beispiel. Will ich aber jetzt nicht im Detail drauf eingehen, glaube ich. Das Spannendere ist, wir müssen jetzt analysieren, wie viel Kosten entstehen einerseits durch das Suchen und andererseits durch das Aufräumen. Und für das Aufräumen ist insbesondere wichtig,
wenn ein Element aus X aus BI rausgenommen wird, dann geht es zu Buckets mit echt kleineren Indizes. Und das ist wichtig, weil das bedeutet, ein Element wird irgendwo eingeführt in irgendeinem Bucket und wandert dann während der Laufzeit des Algorithmus immer weiter nach links zu kleineren Buckets, bis es dann irgendwann mal rausgenommen wird. Aber dann kann ich so eine amortisierte Analyse machen, wo ich beim Einfügen schon sage, okay, also ich veranschlage jetzt Kosten groß K für diese Aufräumoperationen, die dieses Element berühren. Und dann ist sozusagen das Aufräumen während des Delete-Mins dann umsonst. Und ich kann über eine amortisierte Analyse dann vernünftige Schranken geben. Das werde ich dann gleich zusammenfassen. Aber jetzt gucken wir uns mal an, warum ist das so? Sei Min-O der alte Minimumwert und Min ist jetzt der neue Minimumwert. Und wir suchen ja jetzt nach dem kleinsten Bucket und dem größten Unterschied zwischen Min und Min-O. Das definierte ja gerade das I. Das war das erste nicht leere Bucket. Und jetzt muss es so sein, das alte Min ist ja größer gleich dem alten. Das neue Min ist größer gleich dem alten Min. Genauer gesagt ist es sogar echt größer, weil wenn es gleich gewesen wäre, hätte ich ja gar nichts machen müssen, sondern hätte das direkt aus Bucket minus 1 rausgenommen. Ja? Das heißt, das muss so sein, das alte Minimum hatte eine 0 an der Stelle i und das neue hat eine 1. Ja? Und außerdem weiß ich, dass die höherwertigen Bits gleich sind. Und ja, ich weiß nichts über die niedrigerwertigen Bits. Ne? Da kann jetzt irgendwas stehen. Aber jetzt gucke ich mir ein Element x an. Nach Definition von BI ist das ebenfalls so, dass dieser Bitstring Alpha der höchstwertigen Bits ist identisch mit dem Minimum. Hier muss auch ein 1 stehen, weil sonst wäre es ja ein kleinerer Wert. Und was hier steht, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt diese MSD-Berechnung zwischen Min und X mache, dann wird ein Unterschied entweder hier stattfinden oder es gibt halt keinen Unterschied, dann ist das Ergebnis minus 1. Ja? Aber auf jeden Fall muss das neue Bucket irgendwo hier einen Index kleiner i haben. Fragen dazu? Gut. So, und jetzt kann ich die Gesamtkosten ausrechnen. Also was kostet die Min-Operation? Dieses Bucket i finden kostet Zeit von o von i, also ich scanne einfach durch die Buckets durch. Und die gewisse Schwierigkeit ist, dass die Elemente aus bi verschieben kostet halt o von bi Betrag. Aber woher weiß ich, wie groß die Summe über alle bi Betrag für alle Delete-Min-Operationen ist? Und da kommt jetzt wieder amortisierte Analyse ins Spiel, ne? Genau, also in i minus 1 ist einfach o von 1 und sonst Gesamtkosten hier k plus bi Betrag. Die Verschiebung geht immer nach kleineren Indizes und deshalb sage ich, die Verschiebkosten veranschlage ich bereits beim Insert, nämlich einmal das o von k und dann können die immer bezahlen sozusagen für die tatsächlichen Verschiebeoperationen eines Elements. Ja? Das heißt, ich kann im Endeffekt durch amortisierte Analyse dieses Ding aus der Laufzeit für das Delete-Min rausstreichen und kriege dafür für das Insert, das eigentlich nur konstante Zeit braucht, einen O von K als Kosten, die ich veranschlage. Also kriege ich insgesamt Laufzeit von Dijkstras Algorithmus mit Radix-Heaps, Insert ist O von K durch diese amortisierten Geschichten. Delete-Min ist auch O von K, also das hier wird mehr, das wird weniger, aber beides ist O von K. Und das Decrease-Key war ja einfach konstant. Ich konnte wie bei den Bucket-Queues einfach das Element aus dieser Doubly-Linked-List rausnehmen, das geht in konstanter Zeit und schiebe es in das passende Bucket. Frage? Welches Element? Ja, das kostet ja auch Zeit, also das ist naiv einfach durchlaufen. Das kostet Zeit,
BI-Betrag. Aber die Kosten habe ich ja ohnehin auch fürs Aufräumen. Also genau, also das in der anonymisierten Analyse veranschlage ich so ein Token pro Bucket und das Token muss bezahlen können für einmal durchscannen für Minimum suchen und einmal rüberschieben für Aufräumen. Genau, also das muss man etwas genauer sagen. Ja. Weitere Fragen? Okay. Genau, wenn wir das alles einsetzen, hier war ja unsere generische Laufzeit von Dijkstras Algorithmus, m mal die Kriski und n mal die Lead, Min und Insert, dann steht da m plus n mal k plus k, also O von m plus n mal k und k ist log c im Endeffekt. Ja? Also m plus n log c und wir haben tatsächlich erfolgreich gegenüber diesen Bucket Priority Queues diesen Term von n mal c auf n mal log c reduziert. Die konstanten Faktoren, die dabei auftreten, sind im Wesentlichen für diese Most Significant Difference Berechnungen, aber das sind lokale Bitfiddling-Operationen, die gar nicht so teuer sind. Also man kann damit hoffen, tatsächlich in der Praxis eine vernünftige Datenstruktur zu haben. Ja. Jetzt kommt wieder unsere Chili-Markierung, also das ist nicht Prüfungsstoff, aber ich finde, das ist jetzt schon ein schöner Höhepunkt des Algorithmus. Jetzt können wir die ganzen Sachen nämlich zusammenziehen, Datenstrukturen und Average-Case-Analyse und sagen, aha, lineare Laufzeit ist ja jetzt noch was besser. Das können wir, wenn m größer n log c ist oder m größer n log n log log n, das war, wenn wir Binary Heaps nehmen und Average Case Analyse machen. Also gilt dann natürlich nur für Eingaben mit einem gewissen Average Case Modell. Jetzt nehmen wir ein anderes Average Case Modell, nämlich zufällige Kantengewichte, unabhängig gewählt und die müssen außerdem ganzzahlig sein. Ja? Und wir nehmen an, dass man, wir haben diese Zahlen von 0 bis c und dass man eben auf log c Bits in konstanter Zeit Bit-Operationen durchführen kann. Ja? Genau, und wir wollen jetzt zeigen, dass wir das da auch nicht brauchen, sondern einfach O von m plus n Laufzeit kriegen. Das ist jetzt schon ein etwas spezielleres Modell. Also nicht nur, dass es ganzzahlig ist, wir brauchen tatsächlich auch eine uniforme Verteilung. Wir hatten ja für die Average-Case-Analyse für in dem vergleichsbasierten Fall irgendwie gesagt, das können irgendwelche Zahlen sein, die kann sogar ein Adversary, Worst-Case wählen. Und das Einzige, was wir zufällig machen, ist, dass wir die irgendwie zufällig auf die Kanten verteilen. Insbesondere könnte man dann auch irgendwelche Exponentialverteilungen oder Normalverteilungen oder was sie wollen nehmen und dann identisch zufällige Zahlen generieren. Also das gilt dann für beliebige Verteilungen. Das Wichtige war die Unabhängigkeit. Jetzt brauchen wir tatsächlich uniforme Verteilungen. Vermutlich könnte man das dann wieder für ich sag mal, harmlose Verteilungen verallgemeinern. Also wenn man dann irgendwie Normalverteilungen oder sowas hat, denke ich, wird das auch alles gehen. Solange es nicht negativ ist. So, und jetzt brauchen wir aber zusätzlich eine kleine Veränderung im Algorithmus. Und zwar, wir können jetzt sozusagen Dijkstras Algorithmus ein bisschen stärken. Für eine Worst-Case-Analyse würde ich auch sagen, das ist Korinthenkackerei, ja, also irgendwie hier kann man eine kleine Verbesserung machen, aber bringt das in der Praxis was? Im Average Case mit der richtigen Datenstruktur dann schon, ja, aber das ist schon ein bisschen überraschend. Wir machen die folgende Beobachtung, vielleicht mache ich dazu auch mal ein kleines Bild gerade. Also wir haben Dijkstras Algorithmus, kann man sich ja so vorstellen, dass der irgendwie so eine Suchfront absucht. Ja? Und im Moment ist er halt hier an einem Knoten mit der Distanz Minimum. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen anderen Knoten, dessen
wahre Entfernung tatsächlich außerhalb liegt. Da hatten wir bisher immer gesagt, wir können nichts darüber sagen, ob wir die kürzeste Wegeentfernung von dem schon kennen. Ja? Der Korrektheitsbeweis von Dijkstras Algorithmus sagt nur, wenn wir strikt immer nur den kleinsten Wert uns angucken in der Priority Queue, dann hat der schon seine kürzeste Wegeentfernung. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, alle Kanten, die hier reingehen, sind ganz lang. Ja? Und zwar länger als der Abstand von Minimum zu der tatsächlichen kürzesten Wegeentfernung. Dann wissen wir ja, dass alle Knoten, die Kanten haben, die hier reingehen, bereits gescannt wurden. Das heißt, es wurden auch alle Kanten, die hier schon reingehen, relaxiert. Und dann muss der seine kürzeste Wegeentfernung schon haben. Ja? Das können wir jetzt vorberechnen. Die kürzeste eingehende Kante von jedem Knoten kann man in linearer Zeit vorberechnen. Ja? Und das Gewicht dieser Kante berechnen wir vor. Und jetzt wissen wir, falls die vorläufige Distanzwert von V, d von V, kleiner gleich der aktuelle Minimum der Q plus diesen vorberechneten kürzesten eingehenden Kantenwert ist, dann ist d von V bereits μ von V. Ja? Und wir können dann hergehen und diesen Knoten direkt scannen und müssen ihn nicht mehr in der Priority Queue halten. Beziehungsweise wir haben eine separate Menge F von ungescannten Knoten mit bereits korrekter Distanz und die werden dann bei nächster Gelegenheit gescannt. Wenn man das jetzt konkret in die Radix-Heap-Datenstruktur einbaut, könnte man im Prinzip sagen, dieses F ist so eine Erweiterung von dem Bucket minus 1, wo ich eigentlich nur die Schlüssel drin, die Knoten drin hatte, deren Distanz genau gleich dem Minimumwert ist. Und jetzt kann ich aber zusätzliche da reinschieben und die damit größer machen. Auf den ersten Blick ist noch nicht klar, was einem das bringt, aber jetzt gucken wir uns das mal für den Fall einer Average-Case-Analyse an. Ja? Die wichtige Beobachtung ist, ein Knoten V kommt jetzt nie in einen Bucket I, wo bei dem i kleiner log von diesem kleinsten eingehenden Kantengewicht ist. Also wird v höchstens wie oft verschoben? K plus 1 minus log kleinstes eingehendes Kantengewicht. Ja? Und auch nur das bezahlen wir dann sozusagen amortisiert bei der Einfügeoperation. Und jetzt gucken wir, was dabei rauskommt. Die Gesamtkosten der Verschiebung sind dann Summe über alle V, K minus log C in min von V plus 1. Jetzt das ist ja eine Summe über Knoten, da kann ich das plus 1 loswerden, indem ich es hier rausschiebe und schreibe N plus Summe K minus log C in min. Ja? Und jetzt, das ist irgendwas Kompliziertes. Ne? Wie sind irgendwie die Minima verteilt? Da muss ich was darüber wissen. Was sind die Gradverteilungen der Knoten und kann mir irgendwie einen Kopf darüber machen, ob da komplizierte Worst-Case-Fälle stattfinden. Und jetzt machen wir wieder so einen brutalen Abschätzungsschritt, der in der Algorithmik so oft funktioniert. Ja? Wir sagen einfach, wir summieren jetzt nicht mehr über alle Knoten und dann nur das kleinste eingehende Gewicht, sondern wir summieren einfach über alle Kanten. Ja? Dabei ist sicherlich auch die dabei, die kürzeste für V ist, für jedes V. Das heißt, wir summieren jetzt über viel mehr, nicht nur über die minimalen eingehenden Kanten, sondern auch über die anderen. Und dann kriegen wir, aha, kleiner gleich N plus Summe über alle Kanten, K minus log Kantengewicht. Ja, und das ist was sich mathematisch ganz leicht handhaben lässt. K minus log Kantengewicht ist nämlich einfach die Anzahl Nullen am Anfang der Binärrepräsentation von C von Phi, E als K-Bit-Zahl. Ja? Und jetzt können wir dann, wenn das irgendeine Verteilung ist und unabhängig zufällig, können wir dann ausrechnen, was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, da einen bestimmten Wert zu beobachten. Und wir machen es jetzt nur für uniform. Dann kommt Folgendes raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass das hier K minus log Gewicht gleich I ist gerade 2 hoch minus I. Ja?
Das kann man sich über. Das bedeutet im Wesentlichen, wenn ich uniform zufällige Kantengewicht habe, dann sind die eigentlich alle groß, ja. 50% davon haben das Most Significant Bit gesetzt. 25% haben eines der beiden Most Significant Bits gesetzt. Und so weiter. Es sind ganz wenige, die wirklich kleine Gewichte haben. Und das ist hier gut, weil wir ziehen ja die großen Werte hier ab und kriegen dann also die Wahrscheinlichkeit, dass k-log ce gleich i ist 2 hoch minus i. Und dann ist der Erwartungswert von k-log c e gleich die Summe über alle i größer gleich 0, i mal 2 hoch minus i. Und das hatten wir in Algorithmus 1, glaube ich, schon für Binary Heaps, interessanterweise kam diese Formel vor. Das kann man zeigen, dass das kleine gleich 2 ist. Ja? Das heißt, wir summieren über alle e einen Wert, dessen Erwartungswert 2 ist. Ja? Dann ist der Gesamterwartungswert 2m, o von m. Ja? Also wir kriegen Gesamtlaufzeit o von m plus n. Und das finde ich jetzt schon bemerkenswert, vielleicht auch historisch, ne? Wenn Sie sich angucken, diese ganzen algorithmischen Ergebnisse, die wir hier haben. Dijkstras Algorithmus ist aus den 50ern. Ich glaube, Average-Case-Analyse für den vergleichsbasierten, aber auch Radix-Heap und so, sind auch recht alte Ergebnisse aus den 80er, 90er Jahren. Und dann, wie war das, haben um die Jahrtausendwende herum zwei Leute, im Wesentlichen der Uli Meier und Kurt Mehlhorn am Max-Planck-Institut für Informatik und der Andrew Goldberg, ich weiß gar nicht, wo der damals war, ob schon Microsoft Research oder so, haben dann so Linearzeit-Average-Case-Analysen gemacht. Und die Sachen waren relativ kompliziert, sage ich mal. Also schon praktikabel, aber das sah so aus, aha, da haben sie jetzt einen ganz speziellen Algorithmus und dessen Average-Case-Laufzeit ist jetzt so und so. Und als ich dann mit dem Kurt Mehlhorn das Lehrbuch geschrieben habe, kam er plötzlich damit an, tja, wenn wir Radix-Heaps haben, dann müssen wir nur dieses kleine Ding da mit reinbauen und dann kriegen wir eigentlich genau das, was in diesen komplizierteren Ergebnissen auch drin ist, ja. Also wir haben da einen relativ langen Zeitraum Algorithmenentwicklung für Dijkstras Algorithmus zu einer Conclusion gebracht, wo man am Ende denkt, ja, so schwierig war das doch eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist schon ganz schön, dass wenn man lange genug an etwas arbeitet, es am Ende immer einfacher wird. Fragen dazu? Ist doch nicht ganz so einfach, wenn ich Sie so frontal damit... Aber wie gesagt, also es passt jetzt irgendwie auf zwei Folien, ne, das Ergebnis, wenn man Radix-Heaps schon kennt. So. Das bringt uns jetzt zum Ende des Abschnitts über, wie verbessere ich kürzeste Wege mit besseren Priority-Queues. Ja? Das ist jetzt auch wieder historisch vielleicht so, dass man sagen kann, so ein bisschen übertreiben es die Theoretiker da auch. Ne? Also es gibt auch noch ein paar andere Ergebnisse zu, also zum Beispiel dann auch Worst Case, kann man dann auch irgendwie sowas wie m plus n mal Wurzel log log n oder so Sachen dann zeigen. Und das werden dann wirklich komplizierte Ergebnisse, wo dann auch so Nebensätze steht, wenn m größer Anzahl Atome im Universum oder so, sonst ist es sowieso konstant, ja. Man kann das auch ein bisschen als eine Sackgasse sehen, dass die Algorithmentheoretiker an diesen logarithmischen Faktoren in Termen, die oft auch Lower Order sind, sich total reingehängt haben. Während man an anderen Stellen irgendwie überhaupt nicht geguckt hat, dass man für bestimmte Instanzfamilien viel bessere Lösungen finden kann, wo man auch viele Größenordnungen gewinnen kann. Da kommen wir dann am Ende der Vorlesung heute dazu. Das heißt, vielleicht sollte man jetzt mal einen Schritt zurücktreten und sagen, was ist das größere Bild?
welche kürzeste Wegeprobleme können wir gut lösen, welche nicht. Wenn wir tatsächlich von einem Startpunkt zu allen anderen Knoten den kürzesten Weg haben wollen, dann haben wir jetzt gelernt, kann man irgendwie in annähernd linearer Zeit das machen. Und jetzt, um dann zu sagen, was bedeutet annähernd linear, muss man irgendwie ganz viele unterschiedliche Varianten angucken, nämlich Average-Case-Analyse oder Worst-Case, ganzzahlige Gewichte oder nicht und verschiedene Kombinationen davon. Ja? Und ganz viele wilde Priority-Queue-Datenstrukturen. Aber eigentlich ist das ja was recht Spezielles. Wenn ich kürzeste Wege haben will, gibt es ein ganzes Spektrum von Aufgabenstellungen. Und, eins wäre zum Beispiel All Pairs. Ja? Ich will von zwischen beliebigen Paaren von Knoten kürzeste Wege haben. Oder wir werden dann gleich sehen, ich will nur für ein konkretes Paar, Start, Ziel, die kürzesten Wege haben. Und da gibt es dann wieder andere Algorithmen, wo sich dann herausstellt, dass die Priority Queues jetzt gar nicht so das Spannende sind. Fangen wir mal mit dem All-Pairs-Problem an. Ja? Da ist es so, wenn Sie nicht negative Kantengewichte haben, das war ja bisher immer unsere Annahme, dann ist es im Wesentlichen so, dann machen Sie halt n-mal Dijkstras Algorithmus. Also man nehme jeden Knoten, setzt den als Startpunkt und macht dann Dijkstras Algorithmus in den Varianten, die einem halt jeweils einfallen, je nachdem, ob das Average Case ist, ganzzahlige Kantengewichte, bla bla bla. Es gibt für ganz dichte Graphen dann einfach so einen kubischen Algorithmus, der ein bisschen anders geht, aber so häufig sind diese vollständigen Graphen gar nicht. Wir hatten außerdem in Algorithmen 1 einen nicht sehr befriedigenden Algorithmus, sage ich mal, für den Fall, dass beliebige Kantengewichte erlaubt sind. Weil da ging dann plötzlich die Laufzeit von annähernd linear auf Produkt von Anzahl Knoten und Kanten, n mal m. Das war der Bellman-Ford-Algorithmus. Zur Erinnerung, der funktioniert im Wesentlichen so, dass man n mal hintereinander alle Kanten relaxiert. Und dann hat man unabhängig davon, wie die Kantengewichte sind, die kürzesten Wege. Oder kann, wenn man falls es irgendwie negative Kreise gibt, sind die auch nicht wohl definiert und die kann man dann aber auch finden, diese negativen Kreise und sowas. Ja? Und jetzt ist aber die Frage, wenn ich All Pairs berechnen will, für beliebige Kantengewichte, muss ich dann jedes Mal diesen teuren Algorithmus machen und dann käme ich auf Laufzeit n Quadrat mal m. Das ist schon ziemlich viel, ne? Also nehmen wir mal an, das ist ein recht dünner Graph, wie oft in der Praxis, also m gleich Theta n, dann habe ich n hoch 3 als Laufzeit. Das ist für große Graphen dann schon ziemlich bitter. Und wir werden jetzt ein Verfahren sehen, wo man nur einmal den Bellman-Ford macht und danach den Dijkstra. Und zwar werden wir feststellen, wie man aus einer Instanz mit beliebigen Kantengewichten durch einmalige Anwendung von Bellman-Ford eine Instanz bauen kann, die nicht negative Kantengewichte hat. Und außerdem werden wir eine Technik, nämlich Knotenpotenziale, verwenden, die auch in vielen anderen Graphenalgorithmen nützlich sind. Insbesondere werden wir dann später auch sehen, dass sie hilft für dieses Single-Pair-Shortest-Path-Problem, also von einem Knoten zu einem anderen. Ja? Was sind Knotenpotenziale? Also wir ordnen jedem Knoten einen Wert pot v zu. Ja? Jetzt kann man sich irgendwie fragen, wie kommt man auf diesen Begriff? Vielleicht dazu eine ganz nette Geschichte, auch fast ganz neue Forschung von den letzten paar Jahren. Stellen Sie sich vor, Sie wollen für ein Elektroauto energieoptimale Wege berechnen. Das ist wichtig, weil Elektroautos eine sehr beschränkte Reichweite haben. Ja? Das heißt, oft ist es einem weniger wichtig zu wissen, wie komme ich am schnellsten von A nach B, als komme ich überhaupt von A nach B, ohne nachzuladen. Weil Nachladen dauert irgendwie länger als alles andere bei heutiger Technik. Das ist
auch einfach ein kürzeste Wegeproblem. Sie haben jetzt einfach an jedem Straßenabschnitt müssen Sie irgendwie ein Modell haben, das vorhersagt, wie viel elektrische Energie brauche ich, um da lang zu fahren. Und da machen Sie Dijkstras Algorithmus und finden die energieoptimalen Wege zu jeder Stelle. Und dann, ups, wer kann mir sagen, was da schief geht? Ja? Genau, also in dem Modell hätte ich negative Kantengewichte an Bergabstellen, ne? Weil ein vernünftiges Elektroauto kann, wenn es steil bergab geht, Energie erzeugen und damit die Batterie nachladen. Jetzt sehen wir mal davon von der Komplikation ab, die man dadurch kriegt, dass man die Batterie natürlich nur nachladen kann, wenn sie nicht randvoll ist. Tun wir also mal so, als geht das immer. Was tue ich dann? Und dann ist es spannenderweise so, dass man sich so ein Knotenpotenzial hier ausdenken kann, das nichts anderes ist als die potenzielle Energie des Autos. Ja? Also Sie haben vielleicht in der Schule Physik oder sowas mal gehabt. Die potenzielle Energie ist irgendwie Masse mal Gravitationskonstante mal Höhenunterschied. Wenn Sie jetzt jedem Knoten des Netzwerks diese potenzielle Energie zuordnen und mit der Definition, die wir hier gleich einführen, arbeiten, können Sie sich ganz leicht überlegen, dass dann alle Kantengewichte in diesem elektrischen Fahrzeugproblem nicht negativ werden. Weil ich kann, wenn ich zwischen zwei Knoten mit einer bestimmten Höhendifferenz irgendwie rekuperiere, kann ich höchstens diese potenzielle Energie wiedergewinnen. Dadurch, dass da alle möglichen Verluste drin sind, ist das im Allgemeinen weniger. Aber das führt dann dazu, dass hier diese Definition dazu führt, dass alle Kantengewichte wieder nicht negativ werden. Ja? Also, gucken wir uns mal an. Und das ist irgendwie, dieses Begriff Knotenpotenzial wurde mehrere Jahrzehnte eingeführt, bevor sich irgendjemand über Rekuperation Gedanken gemacht hat. Aber jetzt ist dieser Begriff irgendwie für mich völlig klar. Ja? Aber eigentlich meinen wir hier was Mathematisches, was in vielen Anwendungen auch was ganz anderes ist als potenzielle Energie. Aber spannenderweise passen sie trotzdem zusammen. Okay, also wir definieren einfach irgendeine Zahl für einen Knoten V und im Allgemeinen müssen wir uns halt überlegen, wo der herkommt. Weil so ein physikalisches Modell haben wir vielleicht gar nicht dahinter. Dann sind die reduzierten Kosten C' von E, also von Kante UV ist Potenzial von U plus Gewicht von E minus Potenzial von V. Also ich habe das Gewicht wie vorher, aber ich addiere das Potenzial am Startpunkt und subtrahiere das Potenzial am Endpunkt. Die Beobachtung ist, dass wir mit so definierten Kosten, und zwar ganz egal, wie wir die definieren, das können irgendwelche Zahlen sein, ja, kriegen wir die gleichen kürzesten Pfade wie vorher. Warum ist das so? Schauen wir uns mal das Potenzial von den Kanten entlang eines Pfades an. Von U nach V. Ja? Dann sind die reduzierten Kosten entlang des Pfades gleich die Summe über alle Kanten in dem Pfad. Da setze ich das sind diese reduzierten Kosten. Da setze ich diese Definition ein, also Summe i gleich 1 bis k minus 1, Potenzial Vi plus Gewicht Ei plus Potenzial Vi plus 1. Das ist einfach gleich Potenzial V1 plus Summe der nicht modifizierten Kantengewichte minus Potenzial Vk. Kann mir jemand sagen, warum? Ja. Genau, also jedes Potenzial kommt genau zweimal vor, außer am Anfang und am Ende, und zwar einmal positiv, einmal negativ, und dann löscht sich das jeweils aus. Naja, und jetzt kann man eigentlich schon sehen, was hier passiert. Wir haben das ursprüngliche unveränderte Kantengewicht und eine Modifikation, die aber nur abhängt vom Start- und Zielknoten. Aber diese Modifikation ist ja die gleiche für jeden Pfad von V1 nach Vk. Und deshalb macht das keinen Unterschied, wenn ich wissen will, was ist denn jetzt der kürzeste Pfad. Und ich kann außerdem sogar dann das am Ende zurückrechnen, indem ich die Potenziale von Start- und Zielknoten wieder rausrechne. Ja?
Also hier ist jetzt nochmal ein etwas formalerer Beweis. Wenn ich jetzt einen anderen Pfad habe, dann ist c von p kleiner gleich c von q, genau dann, wenn c bar von p kleiner gleich c bar von q. Ja. Genau, also ich habe hier andere Potenziale, die ich aufaddiere, aber das Potenzial u und Potenzial v sind halt das gleiche. Fragen dazu? So, jetzt habe ich natürlich gesagt, zwei Dinge. Einerseits, wir können beliebige Potenziale wählen, aber natürlich nicht alle davon sind hilfreich. Wir wollten ja jetzt welche definieren, die die nicht negativen Kantengewichte loswerden. So, und das machen wir jetzt folgendermaßen. Gegeben ein beliebiger Graph G mit beliebigen Kantengewichten plus Einschränkung, es darf keine negativen Kreise geben. Ich glaube, da hatten wir in Algorithmen 1 auch schon drüber geredet, was passiert, wenn man negative Kreise gibt, dann sind die kürzesten Wege gar nicht mehr wohl definiert. Man kann aber mit Hilfe von Bellman-Ford dann die Dinger identifizieren und dann im Prinzip alles aus dem Graphen rausschneiden, das ohnehin keine vernünftigen kürzesten Wege hat und kriegt dann wieder so einen Graphen ohne negative Kreise für das verbleibende Problem. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben keine negativen Kreise. Ja? Und bei dem Elektroauto-Ding ist das auch klar. Also Sie können zwar an Kanten rekuperieren, aber Sie können nicht irgendwie im Kreis fahren und am Ende ist die Batterie voller als vorher. Ja? Dann hätten Sie ein Perpetuum mobile. So. Das machen wir folgendermaßen. Wir fügen einen Hilfsknoten S zu G hinzu und verbinden den mit allen anderen Knoten mit einem Kantengewicht 0. Ja? Und auf diesem Graphen führen wir jetzt den Bellman-Ford-Algorithmus aus mit Startknoten S. Was soll das? Ja, was das soll ist, ich kriege am Ende eine kürzeste Wegeentfernung von S zu jedem Knoten. Das ist eine nicht negative Zahl, weil es keine negativen Kreise gibt. Und ich definiere das Potenzial von V einfach als μ von V. Also kürzeste Wegeentfernung in diesem künstlichen Graphen ist jetzt mein Potenzial. Und ich behaupte, jetzt sind die reduzierten Kosten alle nicht negativ. Und dann können wir Dijkstra benutzen, von mir aus S wieder entfernen, aber da man da irgendwie nie hinfahren kann, macht das auch keinen Unterschied. So, warum ist das so? Zunächst mal, wir haben angenommen, dass es keine negativen Kreise gibt, also ist das Potenzial für jeden Knoten wohl definiert. Und Bellman-Ford macht ja nichts anderes als immer wieder Kanten relaxieren. Und solange da noch Veränderungen stattfinden, wird das wiederholt. Und wenn keine Veränderungen mehr stattfinden, bedeutet das insbesondere, dass für eine beliebige Kante UV gilt, μ von U plus C von E muss größer gleich μ von V sein. Weil stellen wir uns nicht vor, das würde nicht gelten, dann hieße das ja μ von U plus C von E kleiner μ von V, dann hätte ich aber einen kürzesten Weg von diesem künstlichen S zu V, der über U geht, der billiger ist. Ja? Und Bellman-Ford lässt das nicht zu. Der macht Kantenrelaxationen so lange, bis das hier für alle Kanten gilt. Das bedeutet aber, dass jetzt für jede Kante gilt, C' von E war ja, also eine Kante E gleich UV, war μ von U plus C von E minus μ von V. Und jetzt steht aber das hier, μ von U plus C von E ist ja größer gleich μ von V. Also das, was ich abziehe, ist kleiner als das hier. Also muss hier was stehen, was größer gleich 0 ist. Das ist der Beweis, dass ich da nicht negative Kantengewichte kriege. Frage? Sie haben gesagt, die Potenziale sind 0 oder negativ? Die können sowohl positiv als auch negativ sein. Wir können mal ein Beispiel uns angucken.
Also nehmen wir mal an, wir haben hier einen Graphen, der besteht nur aus U und V und hat eine negative Kante mit Gewicht minus 2. Dann würde ja der Algorithmus, den ich da ausführe, würde jetzt so einen Knoten S einführen und eine Gewicht 0 Kante einführen. Dann ist ja, genau, und jetzt aber sagen wir mal noch, es gibt noch einen anderen Knoten W und der hat, da gibt es ein positives Kantengewicht. Jetzt ist irgendwie nicht schwer zu sagen, was sind die kürzesten Wege. Entfernung, mache ich mal eine andere Farbe. Aber ich mache jetzt das Beispiel einmal fertig. Ja? Also dann kriege ich kürzeste Wegeentfernung von S nach zu sich selbst ist 0, hierhin auch 0, hier ist es minus 2 und hier ist es plus 3. Und das sind ja gerade meine Potenziale, also das kann alles Mögliche sein. Ach so, Sie haben recht. Stimmt, also man hat natürlich hier auch noch eine Kante und hier auch. Stimmt, dann muss das ja negativ sein. Genau, weil es kann ja nicht größer sein als 0, weil es gibt diese direkte Kante. Genau, also so wie wir das hier definiert haben, sind die Potenziale alle 0 oder negativ. Entschuldigung. Genau. Man muss auch darauf hinweisen, dass so Knotenpotenziale werden an verschiedenen Stellen in der Graphentheorie verwendet und manchmal werden da auch noch Vorzeichen umgedreht. Das macht nie einen großen Unterschied, aber man muss halt aufpassen, dass man sich nicht verwirren lässt. Ja. Weitere Fragen dazu? Ja. Ja, aber nehmen Sie mal das Beispiel hier. Wenn Sie jetzt hier anfangen, dann finden Sie nichts in dem Graphen. Also das S stellt irgendwie sicher, dass man überall im Graphen nach negativen Kreisen sucht, beziehungsweise deren Abwesenheit beweist. Das ist im Endeffekt, was da passiert. Und das könnten ja sogar mehrere Komponenten sein, die überhaupt nicht verbunden sind oder eben durch diese gerichteten Kanten irgendwas sein. Weitere Fragen? Okay. Genau, also wir haben Potenziale, die so wie wir sie hier definiert haben, nicht positiv sind, aber die führen netterweise trotzdem dazu, dass die reduzierten Kantengewichte nicht negativ werden. Und das bedeutet, ich kann Dijkstras Algorithmus anwenden. Ich habe jetzt das hier mal zusammengefasst. Also roll pairs shortest path ohne negative Kreise, füge einen neuen Knoten S ein, füge eine Gewichts 0 Kante nach allen Knoten ein, berechne dann ein Array μ durch mit dem kürzesten Wege-Algorithmus von Bellman und Ford. Das kostet Zeit n mal m. Und dann mache ich von jedem Knoten x einen Dijkstra, kürzeste Wege-Algorithmus. Nehmen wir jetzt mal an mit Fibonacci-Heaps. Dann steht da n mal m plus n log n. Und jetzt kann ich, wenn ich will, dann sogar die ursprünglichen kürzeste Wege-Entfernungen wiederherstellen. Ich definiere dann einfach μ von v, w gleich μ bar von v, w plus Potenzial w minus Potenzial v, also rechne die Potenziale wieder raus. Fragen dazu? Okay. Genau, wenn ich das zusammenzähle, komme ich zu den behaupteten, das ist ja auch n mal m plus n Quadrat log n, das ist n mal m, also insgesamt n mal m plus n Quadrat log n Laufzeit. Das steht hier. So, genau, das war All Pairs. Jetzt gucken wir uns mal das Gegenteil an. Ich habe nur einen Startpunkt, einen Zielpunkt. Und aus meiner Sicht ist das vielleicht sogar die aus Anwendersicht die natürlichste Formulierung für das kürzeste Wegeproblem. Also wenn ich einen Routenplaner habe, will ich ja auch normalerweise mich nicht gleich vollspucken lassen mit einer riesen Liste von kürzesten Wegeentfernungen, sondern ich will halt zu einem Zeitpunkt nur zu einem Ort und bin auch nur an einem Ort und muss halt eigentlich nur so ein ST-kürzeste Wege-Problem lösen. So, was kann man da verbessern gegenüber existierenden Algorithmen? Und jetzt
Trick 0, sage ich mal, der aber schon einiges bringt, wenn man bedenkt, dass Routenplaner ja durchaus auf kontinentgroßen Straßennetzen rechnen, aber die meisten Anfragen, die man stellt, eigentlich eher so sind, ja, ich will jetzt irgendwo einen Bekannten in der Nähe von Karlsruhe besuchen, wie komme ich da hin? Ja? Und dass das schneller geht, als alle kürzesten Wege in ganz Europa ausrechnen, ist ziemlich evident. Und das kann man sogar mit Dijkstras Algorithmus, nämlich wenn der Zielknoten T aus der Priority Queue entfernt wird, habe ich ja die kürzeste Wegeentfernung dahin, da ändert sich auch nichts mehr dran, ich kann also aufhören. Ja? Grafisch kann man sich das so darstellen, dass man sozusagen um S herum so einen Ballon aufbläst und sobald man das Ziel erreicht hat, ist man fertig. Aber man sieht auch, dass das nicht so super effizient ist, weil man alle kürzesten Wegeentfernungen, die kleiner gleich dieser Entfernung sind, sozusagen noch mitberechnet, obwohl man die gar nicht haben will. Es ist übrigens auch so, dass das diese Navis gibt es ja eigentlich schon seit über 20 Jahren. Ende der 90er kamen die, glaube ich, auf. Die ältesten Papiere, die ich gesehen habe, sind sogar von Anfang der 90er. Die hatten dann so ein paar Megabyte Speicher. Ja? Aber auf Flash oder sogar einer Festplatte oder CDs zum Teil, ganz schlimm, eben viele hundert Megabyte Kartendaten schon. Und wenn Sie dann eine lange Route gewählt haben und man dann Dijkstras Algorithmus ausführen wollte, dann würde der auch auf Speicherplatzprobleme schon drin. Sie können dann gar nicht diese Priority Queue und die Distanzwerte auch nur speichern. Ja? Also Sie müssen da andere Verfahren haben. Genau, das geht dann sogar am Anfang gut. Solange man nur lokal immer sucht, ist das gut. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, kriegen Sie ein Problem. Mir ist das einmal passiert, da hatte ich ein Navi mit in den Urlaub genommen, auf einer Flugreise. Ich weiß nicht, Sardinien oder sowas. Und dann habe ich das halt, als ich nach Hause geflogen bin, ausgepackt in mein Auto, eingeschaltet. Und dann hat aber das GPS irgendwie hat eine Weile gebraucht, bis es den Satelliten gefunden hatte. Dann wollte er unbedingt einen Weg von Sardinien zu mir nach Hause ausrechnen. Und da hat er sich komplett aufgehängt. Das konnte dieses Navi nicht. Ja? Okay, also Trick 0 hilft nicht so viel. Ist in der Praxis schon eine Verbesserung. So, wie kann ich das weiter verbessern? Jetzt will ich mal so einen Überblick machen, ein ganzes Spektrum von Verbesserungsideen. Das eine ist Vorwärts- plus Rückwärtssuche. Ja? Stellen Sie sich das vor, Sie würden vom Startpunkt aus so einen Ball aufblasen und vom Zielpunkt. Und sobald die Bälle sich treffen, wir werden dann gleich uns angucken, wie das geht, ist man fertig. Hat jemand eine Idee, wie viel das spart? In, sagen wir mal, einem Straßennetzwerk. Das ist jetzt vielleicht suggestiv, sogar dürfen Sie dann auch mal in diese Suggestion reinfallen. Wie viel spart das da hinten? Warum? Ja, genau, also jeder dieser Kreise ist nur ein Viertel so groß wie der Gesamtkreis, wenn ich bis T suchen würde. Zweimal ein Viertel ist ein halb, also ich brauche halb so viel Zeit wie mit einer unidirektionalen Suche. Und das funktioniert auch ganz gut, wenn man das Ganze auf realen Straßengraphen macht. Wenn man das nachmisst, passt das ungefähr, dieser Faktor 2. Das Spannende ist, wenn Sie andere Netzwerke haben, zum Beispiel das Internet oder soziale Netzwerke, dann können Sie viel mehr sparen, weil die eine ganz andere Geometrie dahinter haben oder wenn Sie es versuchen, geometrisch zu interpretieren. Da kann man dann sogar exponentielle Laufzeiteinsparungen durch das Bidirektionale hinkriegen. Eine andere Idee ist zielgerichtete Suche. Also wenn Sie jetzt
wenn ich Ihnen eine Straßenkarte in die Hand drücke von Deutschland, sagen wir mal, und ich sage Ihnen, oder von Europa, und ich sage Ihnen, jetzt suchen Sie mal irgendwie einen kürzesten Weg von Karlsruhe nach Berlin, dann würden Sie wahrscheinlich relativ wenig Zeit damit verschwenden, irgendwie in Frankreich, Belgien, Niederlande und so irgendwie sich anzugucken, wie komme ich da hin. Weil sie irgendwie wissen, dass es unwahrscheinlich ist, dass man irgendwie in die Gegenrichtung fährt, um dann wieder dahin zu fahren. Ja? Stimmt leider nicht immer, ne? Aber man kann versuchen, so eine Art zielgerichtete Suche zu machen, diesen Suchraum sozusagen zum Ziel hinzudrücken. Und da werden wir auch Verfahren kennenlernen, die eben gerade wieder auf Knotenpotenzialen beruhen. Ja? Dann gibt es zwei Sachen, die hier als Zusatz markiert sind. Da gibt es eine Spezialvorlesung zu, die meistens von der Kollegin Wagner gemacht werden. Weitere Routenplanungstechniken, die das Ganze noch schneller machen. Aber zumindest sollten Sie gesehen haben, was die Grundideen sind. Die kann man nämlich mit solchen Bildern hier ganz gut darstellen. Ja, wenn ich jetzt wieder diese Straßenkartensache mache, Sie haben eine Europakarte vor sich liegen, da sind dann vielleicht Autobahnen drauf und dann werden Sie sagen, also wie ich jetzt in Karlsruhe auf die Autobahn komme, kann ich leider auf der Karte nicht erkennen. Und genauso in Berlin, wo ich da zu dem konkreten Ziel komme, sehe ich hier leider nicht. Und dann sage ich, ja, kein Problem, hier ist eine 100 mal 100 Meter Stadtplan von ganz Europa. Kann man ja mit OpenStreetMap heutzutage ausdrucken. Wir haben bei uns in der Arbeitsgruppe mal Karlsruhe und Umgebung ausgedruckt. Das ist dann ungefähr so groß wie diese Tafel. Ist dann der Stadtplan von Ost nach West so 20 Kilometer und von Nord nach Süd halt so 7 oder 8 Kilometer. Da passt dann viel drauf. Und das können Sie sich dann vorstellen, wie das dann geht, wenn Sie bis Berlin wollen. Mit welcher Karte würden Sie dann arbeiten? Wenn ich sage, planen Sie mal von Hand eine Route nach Berlin. Sie würden wahrscheinlich nur auf dem Stadtplan gucken, was sind denn jetzt Möglichkeiten, auf die Autobahn zu kommen? Und dann gucken Sie auf der Europakarte, naja, wie fahre ich da? Und dann brauchen Sie noch einen Stadtplan von Berlin und dann sind Sie einigermaßen überzeugt, dass Sie einen vernünftigen Weg haben. Und das ist tatsächlich auch, was man für eine Routenplanung ausnutzen kann, dass man irgendwie die inhärente Hierarchie in Straßennetzwerken ausnutzt. Und das ist tatsächlich etwas, das funktioniert für Straßennetzwerke, aber nicht unbedingt für beliebige Netzwerke. Wenn man jetzt, man kann leicht Graphen konstruieren, wo das gar nicht funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich in vielen Anwendungen. Also wir haben dann Techniken dafür entwickelt, die funktionieren dann zum Teil auch für Game AI, die im Wesentlichen kürzeste Wege wieder berechnet auf irgendwie so Karten für Videospiele. Das funktioniert für soziale Netzwerke mit Einschränkungen, aber nicht für beliebige Worst-Case-Graphen. Ja? Und das Spannende bei diesen Hierarchien ist dann, ausnutzen ist schön, aber woher kenne ich die Hierarchie? Ja? Die kommerziellen Routenplaner sind dann tatsächlich so vorgegangen, dass das eigentlich in den Kartendaten steht schon irgendwie drin. Das ist jetzt ein Stück Autobahn und das ist ein Stück Bundesstraße und das ist ein Feldweg. Dann gibt es vielleicht 7 oder 8 Kategorien und dann kann man die Hierarchie irgendwie daraus destillieren. Das Blöde dabei ist, das stimmt nicht immer. Ja? Wenn Sie zum Beispiel von hier nach Innsbruck fahren wollen, wer ist da schon mal hingefahren oder Tirol? Ganz viele. Ne? Da werden also viele von Ihnen wissen, da fährt man eben nicht auf der Autobahn um München herum, Salzburg und dann wieder nach Osten durchs Inntal, sondern meistens ist es besser, wenn man die A7 fährt und dann über den Fernpass. Das ist eine Bundesstraße. Und wenn man dann noch genauer hinguckt, merkt man, dass man außerdem nicht von der A8 auf die A7 abbiegt, sondern irgendwie mitten durch Ulm fährt, weil das nochmal deutlich kürzer und schneller ist. Das heißt, die Hierarchie, die Sie naiv ablesen aus Kartendaten, funktioniert nicht immer. Es gibt so Schleichwege.
Und die eigentliche Technik beruht dann darauf, wie mache ich eine Vorverarbeitung meines Straßennetzwerks, sodass ich eine neue Hierarchie baue, die funktioniert. Dann würde ich zum Beispiel diese Durchfahrt durch Ulm irgendwie künstlich in die höchste Kategorie mit hochheben und alles ist gut. Ja. Und dann kann man noch die Frage stellen, vielleicht will ich mehr als zwei Hierarchieebenen haben. Und dann wird es kompliziert. Also was das Verfahren, das sich da mehr oder weniger durchgesetzt hat, ist so, Contraction Hierarchies nennt sich das, da habe ich dann, wenn n die Anzahl Knoten ist, habe ich konzeptionell n Hierarchieebenen. Und dann habe ich auch maximal viel Hierarchie, die ich ausnutzen kann für schnelle Routenplanung. Fragen dazu? Ja? Ja. Ja. Ja, das stimmt. Genau. Also, ich sag mal, die ersten Navis haben überhaupt keine aktuelle Verkehrsinformationen genutzt und haben dann aber die Hypothese gehabt, das Straßennetz ändert sich nur ganz selten und dann kann ich Vorberechnungen machen, zum Beispiel so Hierarchien rausfinden. Und da haben wir dann auch Techniken für entwickelt. Und dann war das auch so, diese Vorberechnungstechniken, die haben am Anfang Stunden und Tage gerechnet auf einem Server und sie konnten irgendwie nicht hoffen, das auf einem Mobilgerät irgendwie dann in Echtzeit neu zu berechnen. Allerdings hat sich das dann geändert, dass man diese Vorberechnungstechniken, die wurden immer schneller. Und heute, wenn man Routenplanung auf dem Server macht, ist es relativ problemlos, einfach alle Viertelstunde mit den aktuellen Verkehrsinformationen die Vorberechnung zu wiederholen. Und außerdem hat sich das Ganze dann nochmal rausgestellt, man macht dann, wenn man es wirklich gut machen will, dreistufig. Man sagt, das Straßennetzwerk selber ändert sich selten, vor allem es gibt selten neue Straßen. Es kann mal sein, dass durch einen Unfall eine Straße gesperrt ist, aber das kann man modellieren als eigentlich auch eine Metrikänderung, dass man sagt, naja, diese Kante, die dauert jetzt unendlich lange, sie zu befahren. Das heißt, man hat eine komplexe Vorberechnung, die auf der Struktur des Straßennetzwerks beruht und dann eine Vorberechnung, die sehr schnell geht, wo man dann nur noch die Fahrzeiten auf den Kanten ändern darf. Und das ist inzwischen so weit, dass man das dann in unter einer Sekunde hinkriegt, selbst für ein kontinentgroßes Netzwerk. Und kann damit dann wieder Echtzeitinformationen auch berücksichtigen. Aber es ist natürlich komplizierter. Sie haben sozusagen eine zweistufige Vorberechnung. Die zweite Stufe geht sehr schnell, die erste braucht länger. Genau, also das müsste man eigentlich noch dazu sagen. Und natürlich ist das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn Google jetzt erkennt, da ist irgendwie ein fetter Stau auf einer Autobahn, dann sind das ja recht viele Fahrzeuge, die dem dann auch folgen. Oder dann, wenn Google es nicht erkennt, dann erkennt BMW das auch. Und jedes Navi findet dann seine Umfahrungen und die Leute fahren da alle her. Und das führt aber zu Sekundärstaus. Ja? Das heißt, eigentlich muss ich dann was machen, was nicht mehr einzelne kürzeste Wege ausrechnet, sondern komplette Verkehrsflüsse simuliert und sich dann überlegt, wie verteile ich die Leute auf mögliche Umfahrungen, damit was überhaupt passiert. Ne? Dann könnte man sagen, jetzt will ich das sogenannte soziale Optimum ausrechnen, das heißt, die Summe der Gesamtfahrzeiten soll minimal sein. Das führt aber dann dazu, dass einige Leute werden dann auf den kurzen Umleitungen geschickt und einige werden auf längere geschickt. Die müssen dann weiterfahren und haben größere Verzögerungen. Das ist aber zum allgemeinen Wohl, ja? Aber wer akzeptiert das? Machen die Leute das dann auch, wenn sie plötzlich so einen absurden Vorschlag kriegen? Und dann gibt es da wieder andere Modelle, die sagen, wir machen so ein, das nennt, glaube ich, ein Wardrobe-Equilibrium, das heißt, jeder seinen egoistischen Zielen folgt und das führt dann im Endeffekt dazu, dass man die Verkehrsströme so wählt, dass alle diese verschiedenen Umfahrungen gleich lange dauern. Ja? Also durch die kurzen Umfahrungen schickt man so viele Leute, dass da trotzdem Stau entsteht und durch die langen Umfahrungen schickt man wenige Leute und dann dauert das alles genau gleich lange und dann vermutet man, dass die Leute das dann auch machen. Ja? Aber das ist noch relativ weit weg davon, wirklich in der Praxis in Echtzeit eingesetzt zu werden. Sowas verwendet man für Simulationen,
aber muss wohl noch ein bisschen drauf warten, bis man da informierte Sachen kriegt. Also es ist ja auch so, man liest in der Zeitung, eigentlich vor allem in der saure Gurkenzeit, aber allgemein so im Sonstiges, immer mal wieder, jo, guck mal, wie doof dieses Navi war, das hat den irgendwie in den See geschickt oder sowas. Und dann kann man sagen, guck mal, wie doof der Fahrer war, der guckt nicht auf die Straße. Ja? Aber worauf das hinweist, ist, man hat so ein Garbage-in-Garbage-out-Problem. Also wenn die Daten aus dem Straßennetzwerk nicht stimmen, dann kriegt man natürlich auch schlechte Wege. Und das war in den Zeiten, als die Leute manuell diese Hierarchien bestimmt haben, natürlich noch schlimmer. Da musste man das wurde natürlich nur für häufig benutzte Wege gemacht. Aber wenn das jetzt so ist, wenn ich tatsächlich in Echtzeit größere Stauungen umfahre, dann lasse ich die Leute plötzlich auf Wegen fahren, die sonst überhaupt keinen Sinn machen. Und wie man sicherstellt, dass auch auf diesen, ich sag mal, kreativen Umfahrungen alles stimmt, das ist, glaube ich, auch noch ein offenes Problem. Also das passiert mir dann regelmäßig, dass ich dann in irgendeiner Sackgasse stehe und naja, da ist diese Bundesstraße, auf die ich drauf wollte, aber leider ist da so ein Poller davor, ja. Und das war halt im Straßennetzwerk bei Google nicht richtig drin. Also Datenqualität ist da auch noch ein spannendes Problem. Ich bin jetzt irgendwie reingerutscht in eine Übersichtsvorlesung über Routenplanung. Aber natürlich ist das alles nur ein Beispiel. Ne? Also kürzeste Wege kann man in ganz vielen Situationen ausrechnen und muss sich jeweils überlegen, was sind überhaupt meine Situationen. Ja, vielleicht dann hier noch zu dem Vorberechnen, also dieses Hierarchien nutzen. Das ist alles noch so, dass man Anfragen stellt von Start nach Ziel und dann bestimmte Suchräume durchsucht, die ausgedünnt sind gegenüber Dijkstra, aber trotzdem ist da immer irgendwo noch so ein Dijkstra-Algorithmus mit drin. Ich habe einen Doktoranden gehabt, den Veit Batz, der hat eine 400-Seiten-Dissertation abgegeben und ich glaube, da waren 50 verschiedene Varianten von Dijkstras Algorithmus drin. Da ging es dann um zeitabhängige Routenplanung. Wenn Sie also schon wissen, wo die Staus sein werden in der Zukunft aus statistischen Daten, dann können Sie das auch berücksichtigen. Aber dann muss man ganz viele verschiedene Dinge tun, um das wieder schnell zu kriegen. Ja, das hat er da gemacht. Genau, das sind dann immer noch Varianten von Dijkstras Algorithmus. Man sucht in immer weiter ausgedünnten Suchräumen eigentlich. Man kann aber auch tabellieren. Ne? Das Simpelste ist, Sie machen einmal All Pairs Shortest Path und haben eine große Entfernungstabelle. Das war früher auch in den Autoatlanten drin. Dann hatten Sie also ganz viele Karten, konnten Sie manuell planen. Aber es gab dann hinten oder vorne auch immer so große Tabellen für die Entfernungen zwischen den großen Städten. Und theoretisch heute mit großen Speichern könnten Sie das sogar für viele tausend Städte, solche Tabellen aufbauen und damit dann ganz schnell Abstände berechnen. Das kann dann auch nützlich sein für irgendwelche Optimierungsprobleme, also was weiß ich, so Traveling Salesman Sachen auf Straßennetzwerken, da können Sie dann Tabellen vorberechnen. Und das kann man aber auch verallgemeinern, indem man sagt, ich berechne keine vollständige Tabelle vor, sondern vielleicht nur eine kleine. Ja, im Prinzip so, wie ich das eben gesagt habe, mit dieser Seite in dem Atlas. Da wird man dann vielleicht, wenn man genauer hinguckt, gar nicht, also, und wenn man ein paar Tausend nehmen darf, wird man gar nicht sagen, von Stadtzentrum zu Stadtzentrum, sondern immer von Autobahnauffahrt zu Autobahnauffahrt. Da gibt es auch nicht so viele. Das sind ein paar tausend Stück in Europa. Wenn Sie die alle vorberechnen, dann können Sie eigentlich gucken, jetzt suche ich vom Start alle kürzesten Wege zu nahegelegenen Autobahnauffahrten, vom Ziel rückwärts. Und dann können Sie in der Tabelle die möglichen Kombinationen nachschauen und sagen, welche macht für diese Route jetzt Sinn. Ja? Oder es gibt ein anderes Verfahren, das macht im Prinzip diese unidirektionalen Suchen hier für alle Knoten und speichert die Suchräume ab. Das ist dann ein bisschen teurer, aber geht auch. Und dann müssen Sie nur noch die Suchräume schneiden. Das ist dann im Prinzip so, dass Sie gar keine Graphenalgorithmen mehr ausführen, sondern nur noch so Set-Intersection-Sachen ausrechnen, so ähnlich wie, was man auch in der Suchmaschine macht, spannenderweise. Also Volltextsuche und Routenplanung sind dann irgendwann rechnerisch ungefähr das Gleiche. Das ist auch ganz spannend.
weil man muss dann nur die Schnittmenge aus diesen Vorwärts- und Rückwärtssuchräumen ausrechnen, um nachschlagen zu können, wo der kürzeste Weg ist. Ja? Also das sind dann die Techniken, die wir haben, die man auch kombinieren kann. Bidirektionale Suche, zielgerichtete Suche, Hierarchien ausnutzen und ganz allgemein Teilabschnitte vorberechnen. Ja? Also, dass man sagt, bestimmte häufig vorkommende Komponenten von kürzesten Wegen kann ich vorberechnen. Fragen dazu? Okay. Genau, und ich möchte Ihnen jetzt zu den ersten beiden Sachen ein bisschen was erzählen. Genau, bei bidirektionaler Suche ist ein wichtiger Freiheitsgrad, in welcher Reihenfolge expandiere ich diese Suchräume, und ich werde jetzt mal davon ausgehen, dass man es immer abwechselnd macht. Ja? Das ist relativ robust. Ich mache eine Vorwärtssuche auf dem normalen Graphen. Rückwärtssuche bedeutet, dass ich eigentlich einen Dijkstra laufen lasse auf einem Graph, wo ich die Kanten umdrehe. Ja? Also ich gucke mir sozusagen nur die eingehenden Kanten an für die Rückwärtssuche, und für die Vorwärtssuche gucke ich mir nur die ausgehenden Kanten an in einem gerichteten Graphen. Und dann habe ich natürlich auch Distanz-Arrays, die Forward und die Backward. Und was man dann zum Beispiel zusätzlich machen kann, wenn ich jetzt von S nach T suche, das ist eigentlich ein skalarer Wert, DST, wann immer ich einen Knoten finde, der von beiden Suchen bereits besucht wurde, kann ich die Summe von Vorwärts- und Rückwärtsentfernung nehmen, und das ist ein Kandidat für den kürzesten Weg. Was man dann macht, man muss sich dann überlegen, ab wann weiß ich, dass einer von diesen Kandidaten oder dass dieser Kandidat jetzt das Optimum ist. Das könnte sich ja noch weiter verbessern. Man kann beweisen, sobald man einen Knoten scannt, der in der anderen Richtung bereits gescannt wurde, ja, dann ist man fertig. Das heißt aber nicht, dass dieser Knoten tatsächlich der ist, über den der kürzeste Weg läuft. Das ist beliebter Fehlschluss. Versuche ich mal ein Beispiel dafür anzugeben. Also stellen Sie sich vor, Sie haben von hier, von S nach U gesucht. Also den auch schon erreicht. Und hier ist T. Und da überschneiden sich die Suchräume tatsächlich. Also es gibt hier so einen Pfad. Was weiß ich, die Entfernung ist hier vielleicht 10 und hier auch 10. Aber jetzt könnte es ja sein, dass es hier einen anderen gibt, der hat Entfernung 9. Und hier von mir ist auch einer, der Entfernung 9 in die Richtung hat. Ja? Und jetzt gibt es hier eine Kante mit Gewicht 1. Ja? Dann ist der Weg, also dann sind, der ist gescannt in der Vorwärtssuche, aber nicht in der Rückwärtssuche. Der ist gescannt in der Rückwärtssuche, aber nicht in der Vorwärtssuche. Diese Kante habe ich schon relaxiert. Die zurück übrigens auch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das heißt, ich habe hier schon so einen vorläufigen Wert von 10. 10 ist kein gutes Beispiel. Machen wir mal Entfernung 2 hier. Und das ist aber 8. Ja? So. Dann habe ich eine Entfernung 11 hier von S dahin schon berechnet, aber ich habe den noch nicht gescannt. Trotzdem ist die Entfernung hier 9 plus 2 ist 11 plus 8 ist 19. Das ist ein kürzerer Weg als der hier 10 plus 10. Ja. Das heißt, was ich machen muss, ich kann die Suche stoppen, sobald ich einen Knoten von beiden Seiten gescannt habe. Ich muss dann aber sozusagen alle anderen Wege, die ich bereits gesehen habe, gucken, ob davon einer kürzer ist. Man kann beweisen, dass das dann den kürzesten Weg einem liefert. Ich werde den Beweis hier aber nicht machen. Ist aber nicht so schwierig. Steht, glaube ich, auch in unserem Buch. Fragen dazu? So,
So, das war recht simpel. Jetzt zielgerichtete Suche. Da gibt es ein Verfahren, das nennt sich A-Stern-Suche, das sehr breit eingesetzt wird, auch insbesondere nicht in der Routenplanung, sondern zum Beispiel bei irgendwelchen Planungsproblemen, Roboterbewegungsplanung und so weiter. Kann man das einsetzen? Hat man das eingesetzt? Ja. Also die Idee war, ich habe statt diesem Kreisrundensucher irgendwie einen, der auf das T hin zugedrückt wird. Und wie mache ich das? Was ich jetzt annehme ist, ich kenne eine Funktion f von v, die eine Abschätzung für die kürzeste Wegeentfernung von v zum Ziel ist. Mü v, t. Ja, für beliebige Knoten. Wir werden uns später ansehen, welche Eigenschaften diese Funktion haben muss. Das kann nicht irgendwas sein, leider. Beziehungsweise, da kann man auch wieder Stories erzählen, also Praktika benutzen dann oft irgendwas und wundern sich dann, wenn sie keine korrekten Ergebnisse kriegen. Oder wundern sich nicht, aber der Leser wundert sich dann, was denn da jetzt ausgerechnet wird. Ja, und vielleicht auch der Anwender. So, jedenfalls, wir werden dann gleich sagen, was man da für Eigenschaften braucht. Wir definieren jetzt ein Knotenpotenzial, das ist einfach dieses f von v. Ja, und definieren ein reduziertes Kantengewicht CUV plus f von v minus f von u. Und das kann sein, dass das hier genau tatsächlich die Vorzeichen umgedreht sind zu dem, was wir eben hatten. Was aber, it's not a bug, it's a feature. Ja, das ist halt so in der Literatur gemacht und führt auch zu den Vorzeichen, die man haben will. Ja, das ist äquivalent dazu, dass man Dijkstras Algorithmus auf den nicht modifizierten Kanten ausführt, aber die Priority Queue ändert, sodass man da nicht den Knoten mit minimalem DV rausnimmt, sondern den mit minimalem DV plus F und V. Und das ist vielleicht die intuitivere Interpretation. Also was man dann macht ist, man scannt nicht Knoten, die möglichst nah am Startpunkt sind, sondern Knoten, bei denen die geschätzte Entfernung zum Ziel über diesen Knoten minimal sind. Ja, und das führt dann dazu, dass man eben bevorzugt in Richtung des Ziels sucht. Und natürlich ist das nur dann gut, wenn dieses F von V irgendwie eine gute Näherung ist. Ja. Nehmen wir uns mal einen Extremfall an. Nehmen wir mal an, F von V ist perfekt. Nämlich genau die kürzeste Wegeentfernung μ V, t. Was würden wir dann kriegen? Dann wäre das reduzierte Kantengewicht CUV gleich CUV plus μ V, t minus μ U, t. Das ist, falls UV auf dem kürzesten Weg von S nach T liegt, gerade 0. Ja? Und wenn ich außerdem dafür sorge, dass das F so ist, dass es keine negativen Kantengewichte erzeugt, ist das super, ja? Weil dann muss ich einfach nur Dijkstra laufen lassen und ich relaxiere aber nur Kanten mit reduziertem Gewicht 0. Also ich laufe im Prinzip direkt vom Start zum Ziel. Und das ist das, was ich haben will. Ne? Und natürlich ist das ein Extremfall, den ich normalerweise so nicht habe, aber es illustriert so ein bisschen, was da passiert. Fragen dazu? Okay. So, jetzt fragen wir uns mal, was für Eigenschaften für F brauchen wir denn? Ich habe schon gesagt, ich will, dass die reduzierten Kosten nicht negativ sind. Also muss für jede Kante gelten, Kosten der Kante plus F von V ist größer gleich F von U. Weil sonst würde das Ganze negativ. Und außerdem wollen wir aber, dass F von V eine optimistische Abschätzung sozusagen ist. Also es soll eine untere Schranke für die kürzeste Wegeentfernung sein. Also F von V kleiner gleich μ von V, t. Dann gilt insbesondere F von t gleich 0. Und
wir können aufhören, wenn wir T aus der Queue entfernen. Und sonst ist irgendwie, wenn wir das nicht hätten, wäre gar nicht so klar, wann man aufhören kann zu suchen. Genau, also hier ist jetzt, gucken wir uns an, was passiert, wenn wir jetzt irgendeinen Pfad von S nach T haben. Also was ich jetzt zeige im Prinzip ist, dass wenn ich die beiden Bedingungen habe, dass ich dann was Vernünftiges kriege. Was ich jetzt zeigen kann mit diesen Eigenschaften auf einem beliebigen Pfad P, wenn alle Kanten auf P relaxiert sind, dann ist D von, also die aktuelle Abschätzung D von T kleiner gleich den Kosten auf dem Pfad. Das kann man durch einen Widerspruch zeigen, will ich aber jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ja, nicht so spannend, finde ich. So. Spannender ist jetzt, wie finde ich überhaupt so eine Abschätzung F? Ja? Wir brauchen Heuristiken. Wenn ich wirklich kürzeste Wege im Straßennetzwerk suche, dann ist das relativ einfach. Wohlgemerkt nicht schnellste Wege. Eigentlich will ich meistens eher schnelle Wege haben oder irgendwie eine Kombi aus schnell und kurz. Ja? Wenn ich kurze Wege haben will, dann könnte ich als untere Schranke einfach den euklidischen Abstand nehmen. Weil also einen kürzeren Weg als, es ist nicht der, blöderweise nicht der euklidische Abstand, sondern irgendwie Geometrie auf der Kugel muss man dann sogar machen. Aber das kann man halt alles vorberechnen. Aber nehmen wir mal an, wir haben das jetzt schön platt gedrückt, dann wäre der euklidische Abstand so eine untere Schranke. Und das funktioniert dann ganz gut. Also für eine kürzeste Wegesuche, die wirklich kürzeste Wege sucht, ist diese Zielrichtung ganz gut. Man kann sich das auch überlegen. Meistens ist ja der kürzeste Weg irgendwie doch in der Nähe des euklidischen Abstands, so plus minus ein Faktor 1,5 oder sowas. Ja? Blöderweise, wenn Sie Fahrzeit machen, dann kann man das natürlich auch machen. Man nimmt den euklidischen Abstand und teilt das durch die höchste Geschwindigkeit, die ich irgendwo im Straßennetzwerk fahren kann. Das ist dann auf dem deutschen Autobahnnetzwerk 250 Stundenkilometer oder sowas. Oder vielleicht ist man irgendwie ein bisschen mehr Öko und sagt, es sind 130, aber trotzdem ist das dann, wenn Sie irgendwo die Route, die Sie haben wollen, tatsächlich irgendwo durch die Pampa geht oder durch eine Innenstadt, ist das eine massive Fehleinschätzung. Und wenn Sie das dann ausprobieren, merken Sie, dass diese Zielrichtung überhaupt nicht funktioniert. Man kann das auch umdrehen. Im Endeffekt ist es so, wenn Sie so eine Situation haben, dann kann es eben durchaus sinnvoll sein, ein ganzes Stück in die Gegenrichtung zu fahren, nur weil man da dann auf die Autobahn kommt, die dann einmal um die Stadt rum doch wieder schneller zum Ziel führt, als wenn man durch die ganz komplett durchfahren würde. Genau, was ich hier in der Vorlesung auch nicht erzähle, man kann dann bidirektional und zielgerichtet auch wieder kombinieren. Und ich habe Ihnen ja hier an dem Beispiel schon klar gemacht, man muss ein bisschen aufpassen, wann kann ich abbrechen. Wenn Sie das bei einer zielgerichteten Suche machen, da muss man schon so ein bisschen um die Ecke denken, um die richtigen Abbruchbedingungen zu kriegen. Und das führt übrigens auch dazu, dass diese Kombinationen in der Praxis auf Straßennetzwerken nicht gut funktionieren. Also bidirektionale, zielgerichtete Suche, wenn Sie die richtig machen, also so, dass Sie keine kurzen Wege übersehen, da bringt die Zielrichtung dann recht wenig. Okay. So. Es gibt aber tatsächlich für Straßennetzwerke ein ganz gutes Verfahren, das allerdings auch wieder Vorberechnung benötigt, das ich Ihnen jetzt kurz mal vorstellen will. Das sind Landmarks, von relativ neu, auch noch Goldberg-Harrelson 2003. Sie suchen sich strategische Punkte am Straßennetzwerk und die liegen interessanterweise, wenn man gute Punkte wählt, ziemlich am Rand des Straßennetzwerks. Ein bisschen paradox, ne? Also ich mache Vorberechnungen zum Nordkap, wo kaum jemand zum Nordkap fährt, aber
so wie das hier eingesetzt wird, ist das das, was man benötigt. Ja? Also ich wähle mir eine relativ kleine Menge von solchen Landmarks, so um die 20 Stück vielleicht, und berechne für die einen kompletten kürzeste Wegebaum und speichere den ab. Ja? So, wenn ich jetzt vom Start V zum Ziel T will, muss ich mir erstmal überlegen, welche Landmarks könnten interessant sein. Und was man dann geschickterweise wählt, sind Landmarks, die hinter dem Ziel liegen. Also wenn ich von irgendwo in von Karlsruhe irgendwo in Frankreich will, dann ist hier in Spanien das vielleicht ein guter Landmark. Oder vielleicht auch der da in Gibraltar. Kann man da mit beiden arbeiten, wenn man will. Oder man sucht sich einen aus, egal. Und dann ist die Idee, naja, wenn ich jetzt irgendwie bei einer zielgerichteten Suche mir eine Kante anschaue, die irgendwie halbwegs in die richtige Richtung geht, dann ist es vermutlich so, dass die kürzeste Wegeentfernung über das Ziel zu diesem Landmark irgendwie nicht zu viel anders ist von der kürzesten Wegeentfernung zu dem Landmark. Und dann kann ich nämlich die folgende untere Schranke ansetzen. Ich benutze die Differenz zwischen der Entfernung vom Start zum Landmark und der Entfernung vom Ziel zum Landmark als eine untere Schranke dafür. Und das kann man sich überlegen, dass das korrekt ist, weil diese Entfernung ist nie größer als die über das Ziel. Das ist konzeptionell sehr einfach. Wenn man das vernünftig macht, kann man damit sowas wie Faktor 20 schneller werden als mit einer nicht zielgerichteten Suche. Während, wie gesagt, die ganzen anderen Verfahren für schnellste Wege, die bringen fast gar nichts und lassen sich erst recht nicht mit bidirektional kombinieren. Hier geht das durchaus. Nachteile sind, dass diese Auswahl der Landmarks nicht so einfach ist und der Platzverbrauch recht hoch ist. Also Sie müssen jetzt 20 Mal Entfernungen zu allen Knoten im Straßennetzwerk abspeichern. Das ist schon recht viel. Fragen dazu? Ja, genau, also wahrscheinlich wird man das über die geografische Position machen und dann halt die Landmark, dieses dahinter irgendwie so geometrisch ausrechnen. Und das kann natürlich auch total schief gehen, wenn man, was weiß ich, dann dazwischen ein Meer hat, wo es gar keine Verbindungen gibt und so. Weitere Frage? Ja. Ja, genau, also diese Landmark-Technik wird heute eigentlich nicht mehr angewendet, weil diese hierarchischen Techniken viel mehr bringen. Man kann die dann kombinieren mit Landmarks, aber dann geht ihnen dieses Dynamische verloren im Endeffekt. Das ist irgendwie nicht so klar, wie man das dann noch kombinieren sollte. Noch eine Frage? Ja. Genau. Genau, also das hier ist jetzt zumindest für Routenplanung und Straßennetzwerken wird es eigentlich nicht mehr verwendet. Aber ich wollte Ihnen das mal als Beispiel vorführen, weil A-Sternsuche in ganz anderen Graphen ist durchaus noch eine Technik, die sehr viel verwendet wird. Und hier haben wir wenigstens mal eine verständliche Methode, wie man nicht triviale Schranken findet, die im Prinzip auch gut funktioniert, aber das Bessere ist das Feind des Guten sozusagen in dem Bereich. Und ich könnte mir vorstellen, für eine Game AI oder sowas könnte das vielleicht sogar nützlich sein wieder. So, genau, dann sind wir am Ende des Kapitels über kürzeste Wege. Wir haben nicht triviale Beispiele für Analyse im Mittel gesehen. Wir haben monotone, ganzzahlige Prioritätslisten als Beispiel, wie man Datenstrukturen auf Algorithmen anpasst, gesehen. Wir haben die Technik von Knotenpotenzialen gesehen, die an zwei Stellen eingesetzt, für zielgerichtete Suche und für All-to-All-Probleme.
Und die kann man eben in vielen anderen Graphen-Algorithmen auch einsetzen. Und ich habe so ein bisschen bei der Routenplanung gezeigt, wie aktuelle Forschung und klassische Algorithmen sich treffen. Vielen Dank.